Es geht im Wesentlichen um Irreführung, um Täuschung. Unter dem Begriff Fake News fallen total viel. Fake News does not necessarily mean wrong information. You can tell 100% truth and still spread disinformation. It's enough to take a fact from its context or take a fact and not add another fact. It's completely possible and it's even more effective and efficient than to tell lies. Unsere demokratische Kultur ist im Wesentlichen darauf aufgebaut, dass die Bürgerinnen und Bürger in einem Wettbewerb von freien Ideen ihre Meinungen bilden können sollen und dass diese aber auf einer vertrauenswürdigen, soliden Basis beruhen soll, die Informationen, auf der sie dann ihre Meinung bilden. Jeder Journalist ist ständig mit Desinformationen konfrontiert. Da muss man auch als Journalist wirklich sorgfältig und gründlich arbeiten. Journalists, as my colleague said, must look twice, three times, four times now, if some information they have is correct or not. Wenn man jetzt in Echtzeit arbeiten muss, ist es halt so, dass man in Redaktionen teilweise auf Tweets reagiert und man selbst als Journalist irgendwie von seinem Chef dann hört, da hat der und der was getwittert, mach schnell was dazu. In this huge amount of information, huge amount of news, to be able to decide which is correct, which is real and which is fake, is extremely difficult, even for trained people, even for journalists. Es gibt gute Gründe, wieso Lügen nicht illegal ist. Lügen ist nicht verboten. George Orwell described it perfectly in his novel 1984. Wir wollen keinesfalls ein Wahrheitsministerium wie bei Orwell. Und wir wollen keinesfalls, dass die großen Plattformen auf einmal über Wahrheit und Unwahrheit von Inhalten entscheiden. If we try to stop the obvious fake news, and there are obvious fake news, no question about that, we might accidentally stop also different opinions from spreading, which obviously is not something that is compatible with democracy and freedom. Wir dürfen hier nicht unsere rechtsstaatlichen Funktionen an die großen Internetgiganten auslagern. Man muss halt einfach den Rechtsstaat vielleicht updaten, um mit den Gegebenheiten des Internets Schritt zu halten. We are at the beginning. We do not know what will come in 5-10 years. We know that we will have to educate people the basic things, how to tell a good news source from a bad one. Und da ist es wirklich eine ganz große Notwendigkeit, sowas wie Literacy, Umgang mit sozialen Medien sehr früh auch zu trainieren. Es gibt ja sogar mittlerweile die Richtlinie für Schulen, digitale Medienkompetenz in den Lehrplan zu integrieren. Dass man tatsächlich ein Gefühl quer durch alle Bevölkerungsschichten entwickelt, dass man da besonders kritisch sein muss bei Informationen, wo man nicht weiß, wo die Quellen sind. Im Prinzip bemüht sich die EU-Kommission wirklich, Nationalstaaten dazu zu bringen, was zu tun im Kampf gegen Desinformation. Es wird sowas wie ein Rapid Alert System etabliert werden. Auf europäischer Ebene wird diese Analyseeinheit von Informationsmedien wird personell verstärkt. Es braucht vielfältige Ansätze. Es braucht Ansätze auf europäischer Ebene, auf mitgliedstaatlicher Ebene, im privaten Sektor, in der Zivilgesellschaft. Alle sind gefordert in dem Bereich. Es gibt niemanden, der da nicht gefordert ist. Microtargeting ist etwas, das sich in den letzten Jahren eigentlich, also letzten vielleicht nicht einmal 10 Jahren entwickelt hat. Würde es nicht Sinn machen, tatsächlich auf dieses Microtargeting zu gehen und zu sagen, wo eine gewisse Zielgruppe angesprochen wird, darf diese Zielgruppe nicht mehr als 50% betragen? Dass ich zum Beispiel in meiner Timeline wirklich Posts sehe, die absolut random sind, wo mir die Plattform zeigt, auch die sind random und damit habe ich auch gleichzeitig eine Öffentlichkeit, die mehr über sich selbst und nicht in dieser Werbebubble lebt.
Spricht da EU etwas dagegen, im Endeffekt da ein bisschen regulierend oder eventuell sogar auch selbstregulierend einzugreifen? Da wäre vielleicht sogar die einfachere Lösung, wegzugehen von Facebook und eine öffentlich-rechtliche Plattform europaweit zu gründen. Was ich nicht verstehe, es hat immer wieder Versuche gegeben, sozusagen offene Plattformen im Netz zu bauen, als auch als Alternative zu Facebook, Diaspora, jetzt gibt es Mastodon, es gibt viele andere. Es gibt alle möglichen offenen Standards, offene Protokolle, es gibt das Indie-Web, es gibt den Berner Lee, der Erfinder des World Wide Web, der an solchen Technologien arbeitet. Und wenn in Europa das gepusht würde, zum Beispiel indem man sagt, die Universitäten und die öffentlichen Einrichtungen sollen solche Technologien verwenden. Wenn die alle Diaspora-Klone aufgebaut hätten oder Pots oder wie das hieß, als das gekommen wäre und klar wäre, im öffentlichen Bereich wird mit solchen Technologien gearbeitet und nicht auch mit diesen proprietären Netzwerken, dann könnte man mit wahrscheinlich weniger Geld schon ziemlich viel erreichen, weil man die dann überhaupt in die kritische Masse reinbringen könnte. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir nehmen nicht das wahr, was wir eigentlich längst in unserer Mitte haben. Warum nehmen wir nicht die Öffentlich-Rechtlichen in Verpflichtung? Warum nützen wir nicht diese Chance? Was wir jetzt haben, ist genau das Gegenteil. Ja? Wir beschränken öffentlich-rechtliche Medien in ganz Europa in einer vollkommen abstrusen Weise. Das ist ein demokratiepolitischer Skandal, der gegen alle Bürger spricht. Ja, ich möchte gern versuchen, eine Parallele zu ziehen zu den 70er Jahren. In den 70er Jahren ist die europäische Luftfahrtindustrie vor der Situation gestanden, entweder eine große europäische Allianz zu schließen, die auch mit zweistelligen Milliardenbeträgen finanziert worden ist, sonst würde es heute keine Flugzeuge mehr geben, die in Europa gebaut werden. Wir sind heute in einer Situation, wo die weltmarktbeherrschenden Internetkonzerne im Wesentlichen in den USA sitzen, manche in China. Und die Situation ist für Europa dermaßen dramatisch, dass man das Beispiel Airbus hernehmen könnte, um zu sagen, man muss diesen Gedanken einer großen europäischen öffentlich-rechtlichen Social-Media-Initiative, die wirklich mit viel Geld ausgestattet sein muss, denn das, was die öffentlich-rechtlichen Sender jetzt auf nationaler Ebene zu leisten sind, ist natürlich nicht dazu in der Lage, um jetzt auch von der Angebotsqualität her das mit dieser Entwicklungsgeschwindigkeit voranzutreiben. Da steckt ja enorm viel Forschungs- und Entwicklungskapital auch drinnen, wenn da nicht Geld auch hineinfließt. Und die Europäische Union hat die rechtlichen Mittel und auch die budgetären Mittel dazu, solche Schritte zu setzen. Sie kann auf der einen Seite hergehen und regulieren und sagen, soziale Medienplattformen, die in Europa online sein wollen, müssen ihre Algorithmen offenlegen. Die Öffentlich-Rechtlichen werden da kein Problem damit haben. Und damit durchbricht man sozusagen einen wesentlichen Punkt der Problematik, dass wir diese Themen mit Microtargeting und Manipulationsmöglichkeiten von den Privaten nicht in den Griff kommen. Und ich bin davon überzeugt, wenn die Europäische Union die politische Konsequenz hat, das auch zu tun, dann werden auch Facebook und Co. mitziehen, denn sie wollen den Markt nicht verlieren. Fake News is a very dangerous phenomenon in the free world. But I also think that we will learn how to live with this phenomenon. We will simply get used to it. People will start thinking that, okay, there are fake news, I need to be careful, but I think that we will manage that as we managed a lot of other dangers before. Es braucht alle Akteure, die in ihrem Bereich da mitwirken. Es ist ein Prozess, wo wir sehr viel noch lernen und ständig am Lernen sind. Aber wir müssen den beschreiten, weil wir können uns das einfach nicht leisten, dass unsere demokratische Meinungsbildung und Willensbildung von Desinformation im Wesentlichen beeinflusst wird.